Nö. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Mit euch demonstrieren 60 Städte. Wir haben damals gedacht, es werden 10, 12 Deutsche werden. Es sind 60 geworden. Und davon mehr als 10 rumänische. Rumänen, Schweden, Finnen, Holländer, Belgier, Briten, Iren, Schweizer, Luxemburger, Deutsche, Amerikaner, Kolumbianer, Kanadier. Und in Kanada gefällt mir ein Ortsnamen besonders, der heißt nämlich Pinchers Creek, was ganz gut passt, weil ich habe da zwei von diesen Pinchers. Ja? Der Anlass unserer Veranstaltung ist allerdings eher ein trauriger. Wie Marina schon sagte, gibt es in Rumänien dieses neue Gesetz. Und dieses Gesetz ist furchtbar für die Hunde. Es wird euthanasiert und es wird nicht euthanasiert, es wird einfach schlicht massakriert. Und das ganz Schlimme ist, es ist nicht nur nicht zu stoppen, sondern es bringt nicht einmal etwas. Ich möchte mit euch jetzt eine kleine Schweigeminute durchführen und daran denken, dass auch heute, in diesem Moment, in dem wir alle hier zusammen sind, bei schönem Wetter, guter Laune, in Bragadiro, Brachova, was nicht weit weg von Bukarest ist, angekündigt wurde, Hunde zu töten. Gehen wir davon aus, dass es dieses Mal wieder 600 bis 800 gesunde Hunde treffen wird. Gehen wir davon aus, dass es wieder Hunde sein werden, die auch schon reserviert waren. Das heißt Hunde, die eine Chance hätten, in wenigen Wochen zum Beispiel hier in Hamburg zu sein. Ja? Es geht nicht darum, irgendwelche Ratten oder irgendwelche Tiere zu töten, die kein Mensch mehr haben will, sondern es geht um Hunde, die eine Zukunft haben könnten. Wenn ein Straßenhund in Rumänien euthanasiert wird, fließt oft viel Blut. In Deutschland, wissen wir es, wird der Hund in den Arm gelegt, auf den Tisch gelegt, bekommt ein Beruhigungsmittel, bekommt ein Schlafmittel, er wird tierärztlich kontrolliert, dann bekommt er die Spritze. Er wird wieder kontrolliert. Irgendwann ist er tot. Dann wird er in Ruhe gelassen. Vielleicht mit seinem Herrchen oder seinem Frauchen. In Rumänien ist es anders. Da wird zum Beispiel auch mit Elektroschock getötet. Ich möchte mir jetzt von diesen 600 bis 800 Hunden einen herausgreifen, an den wir besonders denken. Dieser Hund wird, wie gesagt, sehr wahrscheinlich im Moment, in dem wir hier zusammenstehen, mit Elektroschock sterben. Er ist brutal eingefangen worden. Er ist sicher schon einige Tage nicht gefüttert worden. Er hat Durst. Er wurde mit der Fangschlinge aus dem Zwinger gezerrt. Der Raum, in dem es passieren wird, ist kahl. Der Geruch ist der von Todesangst und von Urin. Ich möchte, dass dieser unbekannte Hund, der genau in diesem Moment in Bragadiro stirbt, noch einen Namen bekommt. Ich möchte ihn Freund nennen. Prieten. Prieten ist gesund. Sein Herz schlägt. Noch. Er hat Angst. Er versteht nichts. Oder er versteht. Wenn sein Herz aufhört zu schlagen, lasst uns bitte alle eine Minute wirklich ganz ruhig sein. Aus Respekt für diesen Hund. Aus Trauer um diesen Hund, der gleich sterben wird. Ein gesundes Herz, das aufhört zu schlagen. Lasst uns bei ihm sein. In seinem schwersten Moment. Er wird es spüren. Sache, und zwar ist ein Hund Lina hier ohne Leine, der dort auf dem, bei dem goldenen Auto steht. Wem er gehört, bitte einmal den Hund. Okay.